Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Und mittlerweile ist es Nacht geworden. Schön. Beim letzten Mal haben wir auf jeden Fall hier etwas Hauhu die City erkundet. Und Pokémon Snap haben wir dann auch noch gespielt. Also einiges ist beim letzten Mal wieder passiert. Und heute möchte ich jetzt noch ganz gerne Hauhu die City etwas weiter erkunden. Ich kann auch mal kurz in diesen Bereich hier reingehen. Da war ich nämlich auch noch nicht drin, glaube ich. Und da will ich mal kurz gucken, ob ich jetzt vielleicht hier in dem Bereich sogar schon andere Pokémon finden kann als im anderen. Ich glaube zwar weniger. Aber vielleicht finde ich ja hier wieder ein Item zumindest. Aber erstmal gleich der erste Kampf für diesen Part. Und da kämpfen wir gegen. Hallöchen, ein Radfratz. Okay. Aber das kennen wir ja schon. Aber habe ich Radfratz jetzt eigentlich schon gefangen? Einmal? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ne, habe ich noch nicht genau, weil ansonsten wäre da, glaube ich, ein Pokéball-Symbol neben seinem Namen da rechts oben. Und deswegen werde ich jetzt mal versuchen, das dann zu fangen. Ja, solche Stimme ist sehr effektiv. Das benutze ich dann mal eher weniger. Kann eine Aquaknarre ihn töten? Ich weiß nicht genau. Wir probieren es mal. Vielleicht wird er noch überleben. Wenn nicht, wäre es auch nicht so schlimm. Okay, Ruckzuckhieb, aber wir haben es abwehren können. Sehr schön. So, Aquaknarre. Und er ist besiegt. Okay, dann halt kein Radfratz für mich heute, dass ich fangen darf. Aber vielleicht kommt aber dann später nochmal eins, dass ich dann noch fangen kann. Also die letzte Chance auf einen Radfratz war das bestimmt noch nicht. Aber ist jetzt hier noch rechts ein Pokéball, also ein Item? Nee, do ah doch, okay. Sternstaub, da war das ein unsichtbares? Das war, glaube ich, ein unsichtbares, ne? Ich habe da nämlich nichts gesehen. Ich bin jetzt einfach hier rumgelaufen und habe irgendwo A gedrückt. Das sollte man auch, Spieler-Pokémon. Das sollte man auch häufiger machen, tatsächlich, hier in den Pokémon-Spielen. Einfach blind rumlaufen und häufiger mal den A-Knopf spammen. Weil man dann häufig irgendwie unsichtbare Items entdecken kann. Und das war jetzt offenbar auch eines. Sternstaub nämlich, genau. So, und jetzt, genau, Abra habe ich gefangen, weil da ist nämlich neben seiner Lebensleiste so ein kleiner Pokéball. War gerade eben auch schon dabei, Radfratz? Ich glaube nicht, ne? Okay. Dann kann ich die jetzt einfach besiegen. Und zwar mit nochmal einer Aquaknarre. Mal gucken, ob das jetzt ausreichen wird gegen ihn. Wir sind auch schneller. Dank Flinkklaue werden wir aber, glaube ich, eh. So. Und reicht es aus? Ne, Abra überlebt, verdammt. Und deswegen kriegt jetzt leider keine Erfahrungspunkte, weil er abhauen wird. Schade. Aber kann ich nichts machen. Naja. Ist hier auch noch ein geheimes Item sogar vielleicht hier ganz rechts unten auf der Seite, wo ich gerade stehe? Nee, ich hau häufig auf den A-Knopf, aber hier ist offenbar nichts mehr. Okay, alles klar. Aber ich habe gesehen, dass ich hier noch weiter nach unten gehen kann sogar. Und ich meine, da vorne ist ein Item, das mir dann noch holen wird. Ich gehe jetzt dann erstmal hier noch nach unten schnell. Was? Vorsicht, frisch gestrichen. Lima und Farbigel. Okay, Lima und Farbigel haben es gestrichen. Alles Lächeln. Wer Lima ist, weiß ich gerade nicht. Der Name sagt mir nichts, aber Farbigel kenne ich. Das Pokémon. Aber Lima sagt mir gar nichts. Das ist bestimmt auch ein Pokémon. Vielleicht ist es auch der Trainer von dem Farbigel. Und der heißt Lima oder sie. Keine Ahnung, weiß nicht genau. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ah, da ist ein Pokémon-Center wieder. Okay, alles klar. Und hier wieder neues hohes Gras. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal hier noch ganz gründlich umsehen. Ist ja alles ganz chillig eigentlich. Jetzt auch bei Nacht sieht auch How Holy City wirklich schön aus. Du bist auf Inselwanderschaft, stimmt's? Ja, so ist es. So eine Reise will gut vorbereitet sein. Hier, vielleicht hilft dir das ja. Wir kriegen einen Heilball. Okay, vielen Dank dafür. Da muss ich nicht extra meine Pokémon dann heilen, wenn ich eins gefangen habe. Pokémon, die du mit einem Heilball fängst, erhalten sofort wieder volle KP. Und von Statusproblemen werden sie auch befreit. Okay, apropos Vollgeheilt und Statusprobleme. Wir gehen mal kurz ins Pokémon Center und werden da mal kurz mein Pokémon durchheilen. So. Mit der Funktion Sofortlink konnten wir im Handumdrehen Pokémon tauschen. Wow. Das ist jetzt auch sehr interessant, dass die jetzt hier da auch auf eine Art DS spielen. Oder so. Ja, kann man schon so halbwegs erkennen, dass es ein DS sein soll. Das ist ganz interessant, dass selbst in der Welt von Pokémon die trotzdem noch Videospielgeräte halt benutzen, um dann Pokémon zu tauschen. Obwohl sie ja halt einfach ihre Pokémon einfach halt so tauschen könnten, ne? Wenn ihr versteht. Einfach die Pokébälle hin und her switchen. Aber sie machen das trotzdem per Spielkonsolen. Interessant, naja. Hey du, weißt du, was Herrscher-Pokémon sind? Sobald du eine Prüfung ablegst, wirst du erfahren, was Herrscher-Pokémon sind. Okay, ja, das weiß ich schon so halb wegen der Demo, aber nur so halb. Wir gucken mal. Entschuldige bitte, du bist doch ein Trainer, oder? Nur du fragst dich sicher, was solch eine Schönheit wie ich von dir will. Die Sache ist die, ich hätte eine kleine Bitte an dich. Hättest du kurz Zeit? Okay. Ich danke dir. Nur wie du sicher unschwer erkennen kannst, bin ich mit einem wahrlich bezaubernden Aussehen gesegnet. Ja, du bist überhaupt nicht arrogant oder so. Aber Schönheit ist eben nicht alles im Leben. Um wirklich unwiderstehlich zu sein, braucht es auch eine mitreißende, fesselnde Persönlichkeit, verstehst du? Und die hast du aber nicht. Und genau darum brauche ich deine Hilfe. Auf dem Hauhuli-Friedhof leben angeblich sogenannte Driftlon. Diese in der Luft schwebenden Pokémon verfügen zwar über ein unvorteilhaftes, kugelrundes Aussehen, punkten dafür aber mit einer fesselnden Persönlichkeit. Ich erhoffe mir nun im Tausch gegen ein paar Schönheitstipps etwas von ihm zu lernen. Ich werde daher sehr dankbar, wenn du einen Driftlon fangen und den Pokédex registrieren könntest. Dafür belohne ich dich auch gerne. Ein Driftlon fangen? Ja, ich muss jetzt schon einige Sachen merken. Ein Driftlon fangen und dann zu ihr kommen, dann zu den anderen Typen noch kommen, wenn ich 10 Pokémon gefangen habe. Mal gucken, ob ich mir das alles merken kann. Soll ich dir was Tolles verraten? Wenn eine Attacke denselben Typ hat wie das Pokémon, das sie einsetzt, erhöht sich der Schaden, den sie anrichtet. Ja, das wusste ich schon. Herzlich willkommen im Kaffeebereich des Pokémon-Centers. In Alola ist es jetzt 3 Uhr. Hier können sich Trainer eine kurze Auszeit gönnen und einfach mal abschalten. Und es ist auch tatsächlich, es ist 15 Uhr gerade, ne? Also, es ist immer wirklich 12 Stunden Zeit verschoben.
Und deswegen ist es ist halt gerade 3 Uhr nachts und da ist halt noch dunkel. Deswegen ist auch gerade dunkel, genau. Was kann ich dir bringen? Ja, diesmal will ich mal. Oder ich meine, letztes Mal haben wir eine Kumu-Milch genommen. Ich nehme jetzt da mal eine Limonade. Wir können es ja mal kurz alles durchtesten. Das macht auch viel weniger, oder? Obwohl, nee, ich glaube, die Kuhmilch hat auch 200 gekostet oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich mache mal dann Limonade für 198, ja. Eine gute Wahl. Einen Augenblick, bitte. Ja, danke fürs Warten. Eine Limonade ganz nach Bestellung. Diese außergewöhnliche Limonade zieht ihre Süße aus dem Saft verschiedener Beerensorten. Sie ist so erquickend zickrig, dass man in einem Strudel der Erfrischung zu ertrinken droht. Ist das so? Heutzutage ist es so einfach, sich mit anderen über das Internet auszutauschen. Wenn da nur nicht die verschiedenen Zeitzonen wären. Tauscht man sich mit jemandem am anderen Ende der Welt aus, ist es für den einen gerade Tag und für den anderen Nacht. Sehr richtig, ja. Je nachdem, wo du wohnst, gibt es Leute, mit denen du dich leichter austauschen kannst als an und andere, mit denen sich die Kommunikation schwieriger gestaltet. Und hier hast du eine kostenlose Dreingabe zu deinem Getränk. Die gibt es nur einmal pro Tag. Und zwar, die Süßigkeit ist eine Spezialität aus Yantara City in der Kalos-Region. Du erhältst das Item Yantara Sable, Sable, keine Ahnung. Das Ding wurde auf jeden Fall verstaut. Und das ist für deine Pokémon mit den besten Empfehlungen. Und wir kriegen Pokébohnen. Okay. Es sind auch eine Spezialität aus Ardona, das kennen wir ja schon. Fütterst du sie, Pokepause, Pokébohnen, zutraulicher, bla 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 bla. Also, wenn wir uns mal kurz angucken, was wir jetzt hier alles bekommen haben. Sternstaub haben wir auch bekommen. Was kann eigentlich Sternstaub? Das weiß ich gar nicht genau. Aber erstmal das hier. Dieser Butterkeks ist eine Spezialität aus Yantara City. Er behebt alle Statusprobleme eines Pokémon. Okay, das ist ziemlich cool, wie ein Hyperheiler. Heißt das andere Item, glaube ich, dass es auch kann. Wo sind jetzt noch Sternstaub? Habe ich doch auch gerade bekommen. Oder nichts? Ist es nicht hier nochmal? Oder ja, ich weiß nicht, wo das ist. Ich, ah, okay, hier ist es, hier ist es. Ein schöner roter Sand, der sich seidenweich anfühlt, erst von geringem Wert. Ich weiß nicht genau, was jetzt als Sternenstaub nochmal kann. Ist es nicht so, dass es immer irgendwie irgendeinen Typen gibt in den Pokémon-Spielen und dem muss ich dann Sternenstaub geben und dann kann ich irgendwas Tolles machen? Ist es der Attackenverlerner oder so? Nee, ich glaube, der braucht was anderes, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden schon noch den Sinn von Sternenstaub herausfinden. Man kann Statusprobleme wie Vergiftung und heilen in was? Wie Vergiftung auch ach so, auch heilen, indem man eine Pokepause einlegt und das betroffene Pokémon mit Medizin eintreibt. So eine Pause wirkt Wunder. Ich bin wer bin ich noch gleich? Ach so, ja genau. Ich bin der Attackenverlierer. Ach, da ist er ja gleich. Hallo. Du wirst sich eines deiner Pokémon an der Attacke vergessen, das ist stimmt's. Nee, eigentlich erstmal nicht. Erinnere dich an mich, wenn du möchtest, dass eines deiner Pokémon eine Attacke vergisst. Okay. Warte mal, muss ich jetzt dem Sternenstaub dann geben? Aber ich geh mal kurz auf ja, ich kann es auch nochmal abbrechen. Warte mal kurz. Welches Pokémon so eine. Oh ne, okay, ich kann einfach so eine verlernen lassen. Okay. Ich kann das mal kurz einfach so mal testen. Indem ich mal eine unsinnige Attacke mal kurz hergebe, weil ich es mal kurz ausprobieren will. Was hat ein Slimer? Slimer werde ich ja eh nicht benutzen. Welche Attacke soll vergessen werden? Ja. Der hat Pfund, Giftwolke und Härtner. Härtner, was macht Härtner? Irgendwie Verteidigung steigen oder so. Dann hau ich mal das einfach raus. Ich werde das Slimer, wie gesagt, eh nicht benutzen. Ich will es mal kurz austesten. Stärkt die Muskulatur und erhöht den Verteidigungswert. Genau, das kann man mal vergessen. Das lief ja wie geschmiert. Dein Pokémon hat Härtner komplett vergessen. Yay! Okay. Und so kann man dann eben halt unsinnige Attacken loswerden, wenn man will. Na gut. Willkommen beim Pokémon Supermarkt. Was möchtest du tun? Gib mir mal kurz her, was du hast. Pokéball-Trank, Gegengift, Paraheiler, Aufwecker, Feuerheiler, Eisheiler, Fluchtzahl. Ja, ich sollte am besten schon von diesen ganzen Status-Dingern auch einige mitnehmen, tatsächlich. Pokébälle und Tränke habe ich erstmal noch genügend, bis ich wieder zu einem Pokémon-Center komme, aber ich brauche schon ein paar von den Dingern hier. Gib mal irgendwie 5 Gegengifte mal her. Ja, passt. Vor allem hier am Anfang kämpfen wir gegen viele Slimers und sowas. Deswegen, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich mache vielleicht so, dass ich von jedem Status heilenden Item irgendwie 5 Stück habe. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Aufwecker gibt dann auch mal 4 weitere her. So, ja. Yep. Und dann noch, ja. Und dann noch einen Feuerheiler. Da habe ich sogar gar keinen. Gib mal, ich meine, ich werde nicht so häufig verbrannt werden vielleicht, aber vielleicht auch doch, keine Ahnung. Ja, kaufen wir auch mal 5 auf jeden Fall. Genau. Und dann Eisheiler. Ja gut, ich meine, dass man eingefroren wird, passiert fast nie so ungefähr. Aber mal 5 von denen zu haben, kann nicht schaden. Okay. Und den Rest brauche ich aber ansonsten nichts. Habe ich noch Tränke und Pokébälle, habe ich noch genügend. Das passt. So. Nichts mehr, danke. Was kann ich bei dir machen? Willkommen beim Pokémon Supermarkt. Was ist, hat er dieselben Sachen?
Ne, der andere, okay, ja. Genau, der hat nämlich. Okay, der hat solche ganzen Dinger. X-Tempo, Angriff, Abwehr und so weiter und so fort. Hebt den Initiative-Wert eines Pokémon im Kampf stark an. Die Wirkung wird mit dem Austausch des Pokémon beendet. Ja, sowas finde ich aber nicht so toll immer, muss ich zugeben, diese ganzen X-Dinger. Was ist Megablock? Eine mögliche Statusveränderung der Pokémon im Team wird für 5 Runden verhindert. Und Angriff Plus hebt einmalig die Volltrefferquote des Pokémon im Kampf stark. Die Wirkung endet mit dem Austausch des Pokémon. Ja, das finde ich jetzt alles nicht so berauschend, diese ganzen X-Dinger und so weiter. Das habe ich noch nie benutzt und werde ich jetzt, glaube ich, auch hier nicht benutzen. Aber wir haben es mal gesehen, das kann man auf jeden Fall auch hier wieder kaufen, wenn man will. Na gut, okay. Ich habe vergessen, mich zu heilen noch. Das will ich auf jeden Fall noch machen. Irgendwie vergesse ich das immer, weil ich immer rede ich mit allen anderen, die hier im Pokémon Center rumstehen, aber das Heilen vergesse ich oftmals. Aber ich habe dran gedacht. So. Dum, 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 dum. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte wir uns bald wieder. Yay, vielen Dank. Okay. So. Dann gehen wir jetzt am besten auch mal an den Ort dann gleich hin, wo ich auch hin soll. Abgesehen davon, dass ich noch kurz hier reingehen will. Und mir noch das Item schnappen will, das da noch rumliegt. Und dann ja vielleicht doch noch eine Radfratze irgendwie fahren kann. Wir gucken mal. Bin ich hier? Nee, ich stehe trotzdem hier im Hochgras, ne? Oder? Oder kann ich jetzt da jetzt dran vorbeilaufen? Ich weiß nicht genau. Hier ist auf jeden Fall ein Beleber. Ah, okay, schon der erste Beleber. Das ist ganz gut. Damit ich dann Pokémon wieder komplett beleben kann eben, wenn sie besiegt sein sollten. Was bestimmt noch häufiger passieren wird, dass ich meine Pokémon besiegen lasse von den Gegnern. Wir gucken mal. Und hier ist wieder ein Wingull. Okay, ja gut. Dann darf Robball mal kurz das Vieh fertig machen, würde ich sagen. Fangen nicht, weil ich hab's ja schon gefangen, genau. Wir setzen einfach mal kurz einmal schnell eine Säusestimme ein, obwohl eine nicht ausreichen wird wahrscheinlich. Ich brauch dann wahrscheinlich zwei. Wir gucken mal. Dö. Ihr habt recht nicht aus. Wir haben nur das Aquaknarre, aber das macht mir jetzt irgendwie 2 KP oder so. Einen sogar. Okay, ja, das geht. Das halte ich aus. Dann noch eine Säusestimme und dann weg mit dir. Yay, Flinklaue, die mir nichts bringt, aber trotzdem, vielen Dank. Aber dennoch, Flinklaue ist schon auf jeden Fall ein ganz gutes Item, das man einem Pokémon geben kann. Vor allem eben Robball, der, wie gesagt, habe ich das Gefühl, so bisher keine so ultra hohe Initiative hat, muss ich zugeben. Weil ich, ist nicht zum Beispiel so, wo wir gegen Tali gekämpft haben, da hat doch sein Flammiau mich zuerst angreifen dürfen, ne? Also ich glaube, es würde ja auch irgendwie Sinn machen, finde ich, dass Flammiau eine höhere Initiative hat als Robball, zum Beispiel. Deswegen ist schon ganz gut, dass ich Robball die Flinklaue gegeben habe. Ich habe dem Captain Bescheid gesagt, dass sich schon wieder Mitglieder von Team Skull am Hafen herumtreiben. Wie heißt es so schön? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Für Team Skull gilt das ganz besonders. Diese Typen sind echte Schurken. Sie fangen ohne Vorwarnung Streit an und versuchen, die Pokémon anderer zu stehlen. Auf die Pokémon in der Prüfungsstätte haben sie es auch abgesehen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Sie schaffen es zwar, nicht sich einzuschleichen, aber der Rest des Plans geht immer in die Hose. Ja, jetzt haben wir schon vom neuen Team... Was? Team Skull treibt sich in der Hafengegend herum. Ich bin schockiert. Jetzt haben wir schon vom neuen bösen Team hier hören dürfen. Von Team Skull, die wir dann auch noch treffen werden auf jeden Fall. Oh. Tau! Tut mir leid, Benny, aber ich muss dich bitten, etwas Abstand zu halten. Der alte Haller ist gerade schwer damit beschäftigt, Taurus zu besänftigen. Geh doch so lange in Hauhuli spazieren. Okay, ich darf da noch nicht entlang. Na gut. Ha. Okay, dann gehe ich jetzt halt wirklich erstmal hier nach unten. Okay, das war jetzt schon die Flagge. Ich sollte an diesen Ort hier hin, um erstmal das Gespräch dann zwischen denen zu hören. Und dann da unten bei der nächsten Flagge, da ist dann vielleicht schon Team Skull oder so, können wir mir vorstellen. Sehen wir schon, aber erstmal hier noch ein weiteres Item. Und zwar ein Ether, okay. So, mit Ether kann man jetzt eben, glaube ich, die AP eines Pokémon wieder auffüllen, falls die dann eben leer gehen sollten. Also zum Beispiel, hier Aquaknarre hat ja, wie viel? 25, glaube ich, AP. Und wenn ich das eben 25 Mal eingesetzt haben sollte, kann ich es nicht mehr einsetzen. Aber mit Ether kann ich mich dann da eben wieder heilen, die AP halt. Oder ich gehe halt in ein Pokémon Center, das geht natürlich auch. So, was ist denn hier drin? Oh. Okay, das sieht schick aus hier. Freunde von den Lima sind hier immer willkommen. Fühl dich wie zu Hause. Okay, ihr Lima haben wir ja gerade eben schon gehört, der das Tor gestrichen hat mit seinem Farbigel. Macho! Macho Mai ist wirklich eine große Hilfe. Pokémon haben eben genau wie Menschen all ihre ganz eigenen Stärken. Kann ich hier überall rein? Nee, kann ich nicht. Da kann ich wieder... Ah nee, okay, ich dachte, das wäre ein Fernseher irgendwie. Aber es ist einfach ein Fenster. Ja, ich habe gerade kurz gedacht, das wäre ein Fernseher. Aber es ist einfach ein Fenster. Hätten wir vielleicht wegen dem Vorhang eventuell denken können, weil ich kenne niemanden, der einen Vorhang vor seinem Fernseher hat. Das wäre doch auch mal eine coole Idee, oder? Dass man da hinzuziehen kann und dann kann man nicht mehr fernsehen. Naja, hier ist es eher ein. Aber ich schau mal nicht fern, weil ich will nicht wieder jemandem zukommen, wie der sich zu Tode frisst an Malasadas. Das passt schon. Darf ich dir Backwerk aus einer fernen Region anbieten? Du erhältst Illuma-Galette. Nee, nicht Illuma, Illumina. Okay. Illumina ist die Stadt aus XY, glaube ich, gewesen, ne? Oder? Dieses Gebäck stammt aus der Region, in der Illima sein Studium als Pokémon-Trainer absolviert hat. Muss ich Illima kennen? Illima hat den Titel des Captains aufgrund seines großartigen Könnens errungen. Erst ist es fast ein bisschen so, als würde ich ihn in ihm mich zu meiner Glanzzeit auf der Bühne sehen.
Ich weiß nicht, gab's den in Lima schon dann auch in XY oder so? Also ist es XY? Ich glaube schon, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Der junge Herr in Lima wird von einigen gerne als der Prinz der Trainerschule bezeichnet. Besonders vornehm wirkt er aber nicht auf mich. Er ist so versessen aufs Kämpfen wie jeder andere Trainer, sag ich dir. Und da haben wir übrigens einen Driftlon. Okay, das wollte ja die eine. Oder warte mal, wollte die einen Driftlon oder einen Driftzeppelin sehen? Den Driftlon, ne? Also das wie hier. Was ich jetzt leider nicht einfach so mir wegschnappen kann. Das wäre ganz cool. Aber irgendwo soll es hier eben. Ich kann mal kurz nach oben noch. Irgendwo soll es hier wohl einen Friedhofsbereich geben, wo ich dann Driftlons fangen kann. Und dann will ich auf jeden Fall das der einen zeigen. Und dann habe ich ja vielleicht auch schon bald 10 Pokémon gefangen. Und da kann ich dann auch zu dem anderen eben noch gehen. Auf dem Bild ist eine malerische Landschaft irgendwo in der Kalos-Region abgebildet. Okay, die Kalos-Region. Okay, ja, es wird schon wieder XY erwähnt. Na gut. Und hier kann ich aber jetzt rein. Hui. Das sieht cool aus. Okay. Oh. Der Bettbezug ist angenehm sauber und die Matratze ist weder zu hart noch zu weich. Wurde jetzt mein Pokémon geheilt? Mir offenbar nicht, oder? Keine Ahnung. Aber ich komme mich kurz pennen legen. Na gut. Du kannst dein Spiegelbild in den Trophäen sehen. Sie werden offenbar regelmäßig poliert. Ja, schöne Trophäen hier auf jeden Fall. Wo bin ich denn hier eigentlich? Okay, das ist irgendwie ein komischer Raum, weil. Ich kann hier irgendwie nichts machen. Nee, weil hier steht ja auch niemand rum. Ja, ich. Ja, okay. Nee, hier ist offenbar nichts mehr. Okay, wird vielleicht mal nochmal später irgendwann wichtig, der Raum oder sowas. Keine Ahnung. Aber gehe ich erstmal wieder raus. Hier konnte ich nicht rein, ne? Nee. Dann haben wir hier auch alles gesehen, okay. Ansonsten gab es hier nichts mehr in dem Haus. Oder ich habe es halt verpasst. Kann auch sein, dass ich jetzt irgendwelche Secrets verpasst habe. Aber ich habe, glaube ich, erstmal soweit alles gesehen. Na gut. Dann gehen wir raus. Und wollen dann eben noch hier Holy City ein bisschen weiter erkunden. Es gibt ja noch einiges hier zu tun und zu sehen in dieser relativ großen Stadt. Obwohl so mega groß ist die jetzt gar nicht mal, muss ich zugeben. Ja, im Prinzip, wenn es hier auf der Karte, was wir sehen können, schon alles ist, dann ist die jetzt gar nicht mal so ultra groß. Da ist zum Beispiel halt hier Illumina City. Ja, glaube ich, hieß die eben aus XY, ist da viel, viel größer, habe ich das Gefühl, oder? Kann mich aber auch täuschen. Und hier ist aber nur Gras. Wieder mit einem neuen Pokémon, okay. Vielleicht ist wieder ein Radfratz, das wäre ganz cool. Nein, ja, dich kenne ich schon zu Genüge. ich glaube, da fliege ich jetzt auch mal, weil der bringt mir jetzt auch nicht mehr so viele Erfahrungspunkte. Und deswegen, ich fliege das dann, glaube ich, mal am besten schnell. So, wenn ich darf. Ich darf, okay. Was mich gerade frage, ich habe da oben ein Kind gesehen. Mit einem Manguliwa. Ja, komme ich denn da eigentlich irgendwie hin? Das habe ich jetzt gar nicht überprüft. Komme ich zu dem irgendwie hin, bestimmt, oder? Ich will mal kurz nachgucken. Ne, da komme ich gar nicht hin. Ich meine, warte mal, ich muss mal kurz mal überprüfen. Hier waren wir ja schon mal drin. Und da gab es doch keinen Weg, um da jetzt noch weiter hier. Nee, da komme ich gar nicht hin zu dem. Hä? Okay. Oder vielleicht muss ich auch erst in dieses eine Haus da rein. Und dann dort durch einen Seitenausgang, da komme ich dann zu dem hin, oder wie? Warte mal, kann ich von hier aus einfach mit ihm sprechen? Nee, ne? Nee. Keine Ahnung. Das ist seltsam, aber was mit dir? Juhu! Okay, ich glaube, es gibt hier ein paar Leute, die einfach so durch die Gegend laufen und die immer wieder so kurze Sachen sagen. Wie geht's, Juhu und sowas. Also nichts allzu Besonderes. Na gut. Was ist das hier? Rathaus von Hauhuli, für deine Stadt versetzen wir Berge. Das Rathaus, okay. Was mit dir? Bei uns wächst selbst in der Stadt hohes Gras. Das fördert das Zusammenleben mit Pokémon. Die Zäune um das Gras herum werden von Captain Lima und seinen Farbigel in Schuss gehalten. Ja, unser Captain ist eben sehr auf Details bedacht. Okay. Ja, ich gehe da mal kurz mal hier ins Rathaus rein, würde ich sagen. Ja. Okay. Hier war ich auch schon drin, in der Demo nämlich. Nur so. Das Rathaus kümmert sich darum, die Straßen unserer Stadt in Schuss zu halten, damit sie für Pokémon, was? Für Pokémobil-Pokémon begehbar sind. Okay. Brrz, brrz. Hallöchen, Magnetilo, dich kennen wir auch schon. Ich habe sogar schon eins von dir. Oder habe ich schon Magnetilo gefangen? Schon, ne? Habe ich ja sogar im Team. Ich glaube schon. Bänder sind wie Erinnerungen, die man seinen Pokémon ansteckt. Angeblich gibt es auch außerhalb der Alola-Region verschiedene Sorten Bänder. Kriege ich jetzt eins von dir? Offenbar nicht. Na gut, schade. Und hier ist wieder dieses komische Viech. Kuckuck. ja, du versperrst mir den Weg übrigens. Ich komme ja nicht vorbei an dem, ernsthaft jetzt. Dann halt außenrum. Hier hast du etwas Medizin für deine Pokémon. Und wir kriegen einen Beleber. Ah, einen weiteren Beleber. Cool, vielen Dank. Nehme ich gerne an. Was gibt es Schöneres als fröhliche Kinder und Pokémon? Okay. Und du? Im Rathaus Dokumenten nachzujagen erinnert mich ein bisschen an alte Videospiele. Was? Wirklich? Dokumente nachjagen? Ich weiß ja nicht. Ich arbeite gerade an der Stadtplanung. Mein Ziel ist es, den Lebensstandard der Menschen und der Pokémon zu verbessern. Und ihr zwei? Wir zwei werden heiraten und sind hier, um den dazugehörigen Papierkram zu erledigen. Oh, wie schön.
Unsere Familie wächst und Pokémon haben wir auch jede Menge. Bei uns ist immer was los. Okay, und du, alter Mann? Die Stadt sauber zu halten und die Angestellten des Pokémon-Centers zu unterstützen, zählt auch zum Aufgabenfeld des Rathauses. Okay, jetzt mal kurz damit, darf ich mit dir reden? Die offenbar nicht. Die haut ab. Mit dir darf ich aber reden. Na nun, sieht so aus, als würden uns bald die Beeren ausgehen. Ich darf nicht vergessen, so schnell wie möglich eine neue Lieferung zu bestellen. Kann ich bitte deinen Trainerpass sehen? Ah, warte, du bist doch Benny, stimmt's? Ich habe deine Anmeldung bearbeitet. Du bist zusammen mit deiner Mutter und einem Mauzi hergezogen, richtig? Ja, schon. Bist du schon einem Mauzi aus Alola begegnet? Bin ich, ja. Die sehen ganz anders aus als die aus Kanto. Das ist wohl wahr, allerdings. Okay, habe ich hier auch alles gesehen? Im Rathaus? Na gut, dann gehen wir gleich wieder. Und wollen dann mal der Zielflagge auf dem Touchscreen folgen, wo jetzt dann bestimmt gleich wieder irgendwas passieren wird. Entweder treffe ich irgendwie Lilly oder Tali oder Team Skull oder sonst irgendwen. Hier darf ich nicht durch, ne? Nein. Darf ich hier durch? Ja, das ist ganz gut. Weil da habe ich nämlich wieder ein weiteres Item gesehen, das ich nicht liegen lassen will. Auf jeden Fall. Nämlich das hier. Ein Mini-Pilz. Okay, was kann ein Mini-Pilz? Weiß ich jetzt nicht genau. Ich schau mal kurz nach. Ja, vielleicht ist der ja super, super cool und wichtig und so. Ein kleiner und seltener Pilz sammelt das ganz aus dem Häuschen, wenn sie einen finden. Aha. Ja, das bringt mir jetzt wenig. Was genau macht er jetzt? Kann ich dem den Pokémon geben und dann einfach zum Heilen halt auf wie ein Trank? Und es halt aber halt irgendwie weniger? Ne, ich weiß nicht genau. Das ist hier bei den, unter den normalen Items ist das aufgelistet. Der Mini-Pilz. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch irgendwo in dem Spiel einen Charakter, der Mini-Pilze mag und deswegen muss ich dann für ihn einen suchen oder so und dem viele geben. Und dann kriege ich irgendwas von dem oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. So, wir gehen mal wieder. Und wollen jetzt aber dann wirklich zur Zielflagge hin. Oh, hallo Tali. Hey Benny! Das ist der Laden, den ich dir zeigen wollte. Hier gibt es was super Leckeres. Soll dein Team erfolgreich sein, dann kauft Malasadas ein. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Nur ein Häppchen davon und dich liebt jedes Pokémon. Wenn dir etwas an deinen Pokémon liegt, musst du ihnen einfach ein paar Malasadas kaufen. Vielleicht gehe ich als nächstes zum Hafen und brülle alles ins Meer hinaus, was mir auf dem Herzen liegt. Opi, ich werde dich besiegen, selbst wenn du alles gibst. Sowas in der Richtung. Okay. Ja, dann muss ich wohl auch mal jetzt hier ein bisschen Malasadas probieren. Wenn das wirklich hier so ein Phänomen ist auf Alola, na gut. Wenn ein Pokémon an einem Statusproblem wie Vergiftung leidet, kann man eine Pokepause einlegen, um es zu heilen. Aber das mache ich nicht, wie gesagt. Ich mache dann lieber normale Tränke und Heilzeug und sowas. Ist mir lieber als dieses Pokepause-Zeug da. So, gehen wir mal kurz rein und gucken mal. So. Ja, die Musik ist ziemlich cool hier. So, kann ich jetzt hier Malasadas kaufen? Wir verkaufen hier Malasadas zum Mitnehmen. Ein Maxi-Malasadas kostet 350 Poké-Dollar. Möchtest du einkaufen? Ja, meinetwegen. Hui. Vielen Dank. Der Maxi-Malasadas ist so groß, dass du ihn dir mit deinem Pokémon teilen solltest. Denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Du erhältst das Item Maxi-Malasadas. Okay. Maxi-Malasadas wurde in der Medizintasche verstaut. Bitte beehren uns bald wieder. Ja, und was kann ich jetzt damit. Ah, falsch. Was kann ich jetzt damit machen? Ich schau mal kurz nach, was da die Beschreibung ist. Moment. Da. Eine Spezialität aus Alola, die alle Statusprobleme eines Pokémon heilt. Okay, halt alle Statusprobleme. Also ähnlich wie auch schon. Was hab ich schon gefunden? Was es auch kam? Die Yantara-Dings ist, glaube ich, genau. So ähnlich wie das hier oder halt wie ein Hyperheiler, den wir nochmal irgendwann finden werden, bestimmt. Alles Gleiche. Und du? Willkommen im Malasadas-Laden, der Wiege des guten Geschmacks von Alola. Welchen Malasadas darf ich dir anbieten? Ja, du hast ja viel Auswahl. Ich nehme mal da den Zucker. Mal gucken, was der dann so heilen kann. Wieder ein Pokémon. Okay. Ja, Rockball. Keine Ahnung. Dann nimm bitte Platz. Ich bringe dir gleich einen frisch frittierten Malasadas rüber. Ernsthaft? Du fütterst deinen Rockball mit dem Zuckermalasadas. Rockball verdrückt freudestrahlend den Zuckermalasadas. Grimpf, Mampf, Mampf, Krampf. Ropal ist viel zutraulicher geworden. Okay, damit kann ich ihn zutraulicher machen. Alles derchen. Das ist ja auch wichtig, dass mich meine Pokémon so einigermaßen mögen. Denn verschiedene Attacken greifen darauf zurück, wie zum Beispiel Rückkehr. Und dafür ist es offenbar ganz gut hier. Na gut. Putzi! Bevor ich mein Pokémon mit Malasadas kosten ließ, waren sie frisch gebacken. Jetzt sind sie frisch verfuttert. Und ihr zwei noch? Wenn ich mit meinen Freundinnen ausgehe, wird immer nur über Beziehungsprobleme geredet. Deshalb bin ich viel lieber alleine unterwegs. Im Moment versuche ich zum Beispiel, den Rekord im Malasada-Essen zu knacken. Ja, viel Erfolg. Malasada heißt übersetzt so viel wie nicht ganz durchgebacken. Was für ein Name. Okay, das ist ja auch interessant. Na gut, alles klar. Habe da auch noch ein bisschen jetzt im Malasada gegessen. So.
Was sagst du jetzt, Harley? Vielleicht gehe ich als nächstes zum Hafen und brülle alles ins Meer hinaus, was mir auf dem Herzen liegt. Okay, zum Hafen. Ja, ich weiß. Ja. Okay. Dann mache ich mich da am besten auch gleich auf den Weg. Da haben wir jetzt ja echt sogar Hauhuli City schon einigermaßen weitestgehend erkundet. Also so mega groß ist das jetzt hier tatsächlich gar nicht mal. Habe ich ein bisschen sogar mit mehr gerechnet, aber na gut, soll mir recht sein. Macho! Übrigens, keine Ahnung, wie man jetzt eigentlich Macho Mai ausspricht. Ich sag Macho Mai. Ich glaube, ist nicht sogar eigentlich Macho Mai die wirklich offiziell richtige Aussprache oder so? Also ihr merkt ja, dass ich einige Namen vielleicht auch komisch ausspreche. Wingull zum Beispiel sagen auch viele natürlich Wingull. Ich spreche so ein bisschen mehr Englisch aus irgendwie. Keine Ahnung, also müsst ihr euch dran gewöhnen. Ich spreche einfach Sachen anders aus. Aber es sind eh Fantasienamen und deswegen, ne, ist hoffentlich nicht so schlimm. Ich habe keine Ahnung, was hier gebaut wird. Aber egal, was hier auch entsteht, auf ein solides Fundament kommt es an. Deswegen haben sie hier mit der Attacke Dampfwalze erstmal alles platt gewälzt. Okay. Offenbar kommt mal später hier irgendwie ein Gebäude hin. Ziemlich großes offenbar auch. Das nimmt euch hier voll viel Platz ein. Bin schon gespannt, was dann hier sein wird. Aber erstmal gehen wir noch kurz hier rein. Denn da ist bestimmt auch wieder ein Item in diesem kleinen Bereich zu finden. Für mich, oder? Ja, okay. Erstmal auch ein Kampf. Das soll mir auch recht sein. Und zwar gegen ein Wingull wieder. Okay. Ja. Soll ich fliehen wieder? Ich weiß nicht genau. Ich meine, meinem Robball fehlen nur noch ganz wenige Erfahrungspunkte. Ne, ich werde sogar jetzt nochmal schnell das Viech besiegen, dass ich ein Level abkriege. So, wieder solche Stimme. Und wird aber wieder nicht ausreichen. Außer ich kriege einen Volltreffer vielleicht. Nein. Okay. Was hat er erst eingesetzt? Ich habe es gar nicht gesehen. Heute, glaube ich, ne? Oder? Genau. Senkt irgendwas hier, Angriff. Aber kann mir egal sein, weil ich greife eh speziell an. Deswegen, das ist mir ziemlich wurscht. So, nochmal solche Stimme. Und du bist besiegt. Tü-tü. Ich finde den Soundeffekt so witzig. Okay. So, reicht's für ein Level-Up? Ich glaube schon, oder? Ja, es reicht. Ja, ich bin da schon gespannt. Übrigens, wann sich Robball entwickelt. Das könnte ich sogar auch nachgucken, aber das will ich nicht nachgucken. Wann es sich entwickelt, das will ich dann als Überraschung dalassen. Ob es dann irgendwie. Also, Level 14 ist es offenbar nicht. Nein. Ob es dann irgendwie vielleicht sogar Level 15 schon ist, aber ich glaube, ich zu früh. Vielleicht so Level 20 oder so, keine Ahnung. Oder ah, da ist eine TM. Guck mal, okay. Ich glaube, goldene Pokébälle sind noch immer TMs, ne? Ich glaube schon. Ziemlich cool. Wieder ein Abra-Hallöchen. Und auf jeden Fall darf ich mich überraschen lassen, wann sich Robball halt dann entwickeln wird. Aber ich bin schon gespannt darauf und freue mich schon drauf. So, vielleicht kann ich ja das Viech jetzt besiegen. Ich mache nochmal eine Aquaknarre. Weil, war nicht das andere Abra vorhin Level 6 oder so? Der ist nur Level 5 und vielleicht habe ich noch durch den Zufallswert ein bisschen Glück? Nein. Er lebt wieder. Na gut. Ach man ey, du blödes Viech Abra. Na gut, keine Erfahrungspunkte für mich. So, und goldene Pokebälle sind, wie gesagt, glaube ich, TMs. Wir schauen mal. Genau, und zwar Widerhall. Okay, TM49. Ich habe keine Ahnung, was die kann. Die Attacke, wir schauen uns das am besten mal kurz an. Also, hier die ganzen Attackennamen kenne ich auch nicht so ungefähr, das merkt ihr ja schon. Angriff mit widerhallender Stimme. Wird dieser in jeder Runde von jemandem wiederholt, steigt die Stärke. Aha, okay. Eine Normalattacke, 100 Genauigkeit und 40 Stärke und speziell. In jeder Runde wiederholt, steigt die Stärke. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich könnte es Robball lernen oder halt beibringen. Ja, keine Ahnung. Ist es jetzt besser als die Attacken, die ich gerade auf ihm drauf habe? Ich meine, ist ja eigentlich nicht wirklich, weil das ist ja auch eine spezielle Attacke. Und er hat eh schon zwei andere spezielle Attacken, die eigentlich immer besser sind, so ungefähr. Und deswegen lass das mal. Ich meine, normal ist halt auch kein so ultra guter Typ für eine Attacke. Also ich weiß zwar schon, dass es einige sehr, sehr gute Normal-Pokémon gibt. Relaxo zum Beispiel oder sowas ist ziemlich gut, glaube ich. Aber dennoch, ich bin von Normal-Pokémon kein so großer Fan, weil die halt so normal und standardmäßig sind. Und weil halt auch der Normaltyp, ich weiß nicht genau, kann der Normaltyp gegen irgendwas effektiv treffen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, der Normaltyp ist gegen nichts sehr effektiv. Ich mag jetzt auf meine Liste gucken. Ne, genau, der ist gegen gar nichts effektiv. Er ist im Nachteil gegen Gestein und Stahl. Und Geist kann er gar nicht treffen, zum Beispiel. Und er wird von Kampf effektiv getroffen, deswegen, ich weiß genau, ich lasse es mal, passt schon. Pass auf, ich gebe dir einen Tipp von Trainer zu Trainer. Wenn du es mit starken Gegnern zu tun hast, dann gibt deinem Pokémon bestimmte Items zum Tragen. Das erhöht nämlich ihre Statuswerte. Okay, was ist hier? Hauholi Polizeiwache, Vorsicht vor Verkehrsunfällen mit Pokémobil. Okay, können wir sogar auch noch kurz reingehen, noch ein bisschen hier erkunden. Würde ich sagen. Okay, ist auch nicht groß. Da steht eine Puppe von Grambul, dem beliebten Pokémon mit der finsteren Miene. Okay, und warum ist das Grambul hier? Ist es der Polizeichef von euch allen quasi? Oder wie? Ich weiß nicht genau. Da ist ein Schlüssel. Darf ich mir den nehmen? Schade. Wäre cool gewesen. Ist auch interessant, dass so ein Kind einfach mal so in die Polizeiwache reinspazieren darf. Aber na gut, was macht der? Ich weiß noch nicht, wie es in anderen Regionen zugeht, aber in Alola ist es immer friedlich. Die Leute hier haben bestimmt Angst, von den Schutzpatronen der Inseln bestraft zu werden. Okay, ja, erst sagt er, ist es friedlich.
Und dann sagt er aber, dass alle trotzdem irgendwie nur in Angst und Schrecken leben und dass es nur deswegen ein scheinbarer Frieden ist, wegen den Schutzpatronen. Das glaube ich aber weniger. Ich glaube nicht, dass die Schutzpatrone böse sind, oder? Die sind noch eigentlich ganz lieb und nett. Die sind zwar auch natürlich powerful und so, powerful, haben halt viel Macht, wollte ich sagen, aber dennoch, ne? Die werden doch jetzt hoffentlich niemandem was zuleide tun wollen, oder? Ich hoffe doch mal nicht. Okay. Ja, dann würde ich aber erstmal sagen, Leute, was ist hier für diesen Part von Let's Play Pokémon Mond? Beim nächsten Mal wird es dann hier noch in How Holy City etwas weitergehen. Da gehen wir dann nämlich hier zum Pier von Mele Mele. Und ich kann auch schon auf dem Touchscreen so ganz knapp erkennen, dass da unten dann unsere Zielflagge ist, wie auch schon Tali erwähnt hat. Sollen wir ja. Will ich noch kurz hier? Ich gehe noch kurz hier. Komm, ich mach noch ein bisschen länger den Part, aber. Achso, ich darf nicht rein. Okay, dann doch nicht. Auf jeden Fall hat schon Tali erwähnt, dass wir eben zum Hafen gehen sollen oder zum Pier. Und da unten wird es dann eben auch weitergehen. Vielleicht treffen wir ja dann dort wirklich schon auf unsere ersten Team Skull-Gegner. Die werden bestimmt sehr bald kommen. Würde ich mal schätzen und da freue ich mich auf jeden Fall dann schon drauf. Und auf den nächsten Part freue ich mich schon sehr. Vielleicht beim nächsten Mal dann endlich mal irgendwie ein neues Teammitglied für uns. Bisher immer noch nur Robball, aber irgendwann wird der glorreiche Tag kommen, wo ich dann eben auch ein zweites Teammitglied dann in mein Team aufnehmen darf. Ich bin schon gespannt. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.